Deutschlands Reservisten, der doppelte Boden der Landesverteidigung. Sie kommen zum Einsatz, wenn die Bundeswehr Verstärkung braucht. Ob im Verteidigungsfall oder bei Naturkatastrophen. Sie trainieren hart und üben realistische Szenarien. Die eigene Bevölkerung ist uns wohlgesonnen. Wir sollen mögliche militante Kräfte aufhalten und überprüfen. Deckung! Für den Kriegseinsatz sind sie zwar nur im äußersten Notfall vorgesehen, doch sie opfern auch zu Friedenszeiten ihre Freizeit für ihr Land. Dafür stellen sie immer wieder auch die Familie zurück. Ja, muss da Prioritäten setzen. Ich verdränge das, dass mein Mann auf Abruf bereit steht. Wenn man Familie hat zu Hause, man kann der Frau nicht alles überlassen, dann muss ich da arrangieren. Vorher war es Fußball und da war er eigentlich mehr weg. Da war er dreimal in der Woche im Training und Sonntag war ganz kaputt. Es sind Banker, Busfahrer, Handwerker und freiwillige Soldaten mit Gewehr und Uniform.